Veräfterung von Buttersamen. Und diese Pheromonfallen, nennen wir die, strömen den Duft vom weiblichen Traubenwickler aus. Und wenn sie so und so viele auf der Fläche verteilen, auf dem Hektar, dann ist eine riesige Wolke von diesem Duftstoff über dem Weinberg. Und das Männchen vom Traubenwickler findet das Weibchen nicht mehr, so findet keine Vermehrung statt. Und so hat man, ohne Insektizide einsetzen zu müssen, gegen den Traubenwickler gearbeitet. Weil der Traubenwickler ist so von den tierischen Schädlingen einer, der uns in der Vergangenheit am meisten Probleme gemacht hat. Und das können wir mit dieser Pheromonanwendung, können wir auf Insektizide verzichten, und das ist natürlich eine schöne Sache. Das Rotterdam is anywhere, anywhere alone.